herzlich willkommen zu Part 39 von Dying Light. An meiner Seite der Smurlock. Ja, ein bisschen angstfreier heute. Ja, ist das so? Ja, klar. Nee. Tja. Komisch, was habe ich jetzt falsch gemacht? War ich immer noch zu weit ans Obere gebunden? Wir probieren es einfach weiter, Leute. Die Ausgangssituation, wir suchen Sektor 0 immer noch. Ja, und wir sind schon ziemlich weit gekommen. Vor allen Dingen, ich frage mich nur, ich darf jetzt als Erster gehen. Das heißt, zum Beispiel der eine, der den Jungen entführt hat und so. Kannst du ja noch rennen oder so. Ja, die dürfen dann auch noch. Der fasst aber nicht. Ich weiß nicht warum. Der Cursor war wirklich drauf. Der muss dann direkt nochmal, also so ein Doppel-R1 und dann gedrückt das halten. Kann natürlich das auch sein. Wir probieren alles. Auf jeden Fall, die schleusen ja auch so Leute aus der Stadt gegen Bares. Sollen die Kinder dann hier auch, ist das deren Weg? Ja. An den ganzen Monstern vorbei und dann Parcours laufen oder wie oder was? Oh. Vielleicht muss ich doch an das Höhere greifen. Der fasst dieses Rohr einfach nicht. Also ich weiß nicht. Ja, aber jetzt sieht man auf jeden Fall auch, dass du von der Entfernung her dann doch das auch schaffst. Denn. Ja, aber wo ist denn das Problem? Das verstehe ich leider nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ach, Leute, ey, das ist nicht meine Suppe hier. Ich habe eigentlich Spaß an diesem Parcours. Ich kann auch gar nichts dazu sagen, weil ich das noch gespielt habe. Wenn der in die falsche Richtung guckt und ihm nicht gefällt, dann lässt er sich auch einfach fallen. Das ist ja auch super. Du willst bestimmt ins Wasser fallen, ne, Blödsch? So ein Scheißdreck, ehrlich. Soll ich hier nicht einfach rüberspringen? Sehr so, optimistisch. Also, probieren wir mal die Höhestelle. Ja, das möchte er. Gut. Weiter geht's. Angel dich jetzt. Ja, ich glaube, jetzt bist du nämlich schon über den ersten Zaun drüber. Hangeli. Sobald wir oben bleiben können, bleiben wir oben. Kannst du nach unten gucken eigentlich, während du oben hängst? Dann lässt er dich los. Ja, gut, dann lieber nicht. So. Ja, lieber da. So. Soll ich da unten rein? Gut. Willst du schon mal hinten umgucken? Weil wir konnten ja vorher nicht auf die Seite. Haha. So, was haben wir da? Bohnen und Kaffee? Ne, Blechdose und Kaffee. Blechbohne. Wow, Geronimo! Aber der Typ hat mich bei den Eiern. Ich hatte keine andere Wahl. Was? Hey, was hast du getan? Er kommt hinter dir. Ich hatte keine Wahl. Sorry. Was? Was? Und was Falle, hat er uns jetzt rein? Ne? Ja, weiß nicht. Irgendwie ist es eine Falle. Sektor 0. Ah, ach, guck mal, wieso geht's denn da oben lang? Da geht's nicht lang. Kann man da mal hochgucken? Ja, aber ich denke mal nicht, dass ich da lang kann. Was ist denn jetzt die Falle? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das werden wir früh genug noch erfahren. Also ich habe mir ja schon gedacht, dass das nicht der normale Weg ist, weil wie gesagt... Oh fuck, das ist Wasser, oder? Mhm. Oh boy, schießen da rein. Wow. Das ist auf jeden Fall von dem, den wir die Hand abgehackt haben, hinterhalten. Ja, ja. Boah, mein Leben ist nicht gut. Ja, aber du wirst da nicht getroffen. Ich glaube, das soll mehr so dramatisch sein. Ah, da ist eine Leiter vor. Du hast deine Pistole noch ausgerüstet, das ist auch super. Aber wenn es ja, nicht dann Reis Männer sind. Noch dazu, ja. Aber wenn es Reis Männer sind, nämlich, dann ist das ja auch gut, wenn du Leute anlockst. Absolut. Wo ist meine doppelläufige Schrotflinte? Da. Hippe ist eh kaputt. So, wenn mich einer von Namen überrascht. Immer nur zwei Schuss. Ja, ich weiß. Ich werde die auch, wenn ich jetzt von weitem ziehe, muss natürlich wechseln, aber es kann ja immer sein, dass sich einer vor meine Füße springt. Dann schafft die mir natürlich Zeit und Abstand. Gute Idee. Ich habe schon ein Ziel verloren.
Licht gesehen. Da. Oh, was hat der denn fallen lassen? Das war aber eine nice blaue Pistole hinter dir. Ah, ich hole die gleich, ich hole die gleich. Inventar ist voll. Ich weiß doch gar nicht, ob die so toll war. Hm, habe ich denn noch irgendwas Blödes? Die nicht. Die. Küchenmesser, oder? Ja, brauchen wir nicht. Haben wir noch nie gebraucht. Sturmgewehr. Feuer. Die ist kacke. Brauch ein Gewehr. Ja. Sturmgewehr 137, 206. Das Polizeigewehr 276, ne? 184. Ja, das ist da drunter, 2. Warte mal. Ui, das sah lustig aus. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Der ist auch nicht gut. Nimm es nicht mit. Jetzt bist du dran. Ja, klar. Du musst das benutzen. Geh doch hier weg. Oh, ich hänge. Entschuldigung. Ah, da kommt der nächste. Noch der nächste. Ja, das war aber deren Schuld, ne? Die haben sich hintereinander gestellt. Da ist noch einer. Mit wem ihr es euch hier verschert. Nee, da war auf jeden Fall noch eine Tür, wo man rein konnte. Meinst du die hier? Mhm. Ja, genau. Ich denke mal, da muss ich auch hin, weil mein Zielpunkt schon so ein bisschen in der Gegend ist. Ich wollte mich hier noch eben umsehen, ob es noch irgendwas Lustiges gibt. Aha, was ist das? Aha, Kiste. Ich fühle das richtig, dass wir uns hier dem Ausgang irgendwann nähern. Ja. So, Zigaretten nehmen wir mit, Stromkabel. Was freue ich mich, wenn wir den einmal wieder in die Finger bekommen. Dann soll er uns mal erklären, warum die den an den Eiern hat. Ja. Oh, guck mal, die hätte man aber leicht. Das ist vielleicht auch Code für, ich konnte so viel Geld nicht widerstehen. Ja. So, hier waren wir drinnen, ne? Mich her, ursprünglich, von da hinten. Ja, genau. So, dann haben wir hier alles abgegangen, dann können wir den einen Weg noch nehmen. Das sind die leuchtenden Dinger an der Seite. Ach ja, das leuchtet einfach nur. Das sind so Strom. Genau. Ach nee, du meinst da unten das? Ja. Ja, das sind auch so Stromaggregate irgendwann. Notstrom. So. Soll ich mein Licht mal ausmachen? Geht so. Ja, ist aber für mich blöd, ja. Ne? Aber ich bin auch so ein blödes Zielfern. Ja, wenn du immer mal wieder zwischendurch scannst, geht das ja auch mit den Sachen so, also dass man die Sachen auch nicht übersieht. Oh. Eine sehr bedrückende Atmosphäre. Ja. Absolut. Oh, eine Leiter. Crane ist nicht so für Leiter.
Der macht diesen Seitwärtsstep manchmal, wenn man R1 drückt. Also ich mach den nicht mit dem Stick. Ich weiß auch nicht, warum der das macht. Wie will er sich besser positionieren, aber positioniert sich dann eigentlich schlechter. Kommen doch noch. Das war's doch noch nicht, oder? Nein, da kommen Sicherheit doch noch Leute. Nicht. Sicherheit nicht. Also, kommen noch Leute, ja. Ich stimme dir zu. Oh, was ist das denn? Schatztruhe. Klingel. Aha. So, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht schon mal... Ja, ich habe noch Wurfmesser ausgerüstet. Sehr gut. Ich habe nämlich gerne noch was in der Hinterhand. Wenn ich dann nämlich aus Versehen ziele, dass ich dann nicht so was Schwachsinniges werfe, wenn ich eigentlich zielen will. Und wenn ich dann schon was werfe, dann soll es ja auch was Gutes sein. Soll es auch Wucht haben. Genau. Oh, das ist aber hier, das sieht ja aus wie in Castle Wolfenstein. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wie so ein alten Hitler-Schloss oder so. So, zack. Da ist noch eine Kiste. Alle nicht abgeschlossen, das finde ich richtig gut. Mhm, ist auch gut. Supi. Nur eine Schnur. Ja, da ist noch was. Boah. Was wollen die uns damit sagen? Ich weiß auch nicht. Ist ja wie mit den Medipacks. Ich denke ja auch immer, man kriegt nichts geschenkt, ne? Das ist halt, man wird es wohl brauchen. Guck mal, auch noch so ein Törschen. Oh Gott, was ist das da hinten? Ist das da hinten nah? Das oh sind Gott, Gegner, Gott. Ne? Sind das Gegner? Ja. Kannst du dich ducken? Mann, wo bleiben die? Wie lange sollen wir denn noch auf sie warten? So lange wie nötig. Entspann dich. Hast du was Besseres vor? Genieß die Auszeit. Ja, ich würde auch nur so lange gehen. Wir haben Gesellschaft. Oh. Ich habe was gehört. Na cool, dann kannst du. Da bist du ja. Wer? Oh, kacke, ich habe gerade noch auf Medipack gedrückt. Den habe ich nicht gesehen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass wenn wir ankommen, ja, kannst du direkt wegschießen. Direkt wegmachen. Ja, wir sind einfach wirklich zu gutgläubig, ne? Dass wir denken, oh, die sind wollen bestimmt nichts Böses. Ja, manche Spiele legen es ja auch darauf an, dass man ein bisschen, ne, schleicht und so, aber das ist halt nicht. Das ist halt jetzt nicht. Ja, oh, jetzt wissen die schon, dass gesehen. Wir da sind. Das ist aber blöd. Nein! Oh, siehst du, was ist das, wenn ich zielen will? Wieder R2 gedrückt. Was ist los mit euch? Wer schießt ihn? Das ist aber Dankeschön. Nett. Dankeschön! Das war wirklich nett. Bracken, hörst du mich? Crane hier. Vor der Flinte gelaufen. Sag allen, dass sie sich von den Rettern fernhalten sollen. Sie haben mich an Raiz verraten. Mist. Alles klar? Kontaktiere Troy, sobald du in Sektor 0 ankommst. Sie ist die einzige Person dort, die dir helfen kann. Ja, das hatte ich vor. Drück mir die Daumen. Die ist zwar blau, aber auch schlecht. Wir machen echt Sorgen um die Jade, so, weil die als erstes bei denen war. Und der wollte die ja als Kämpferin, die nennt sich ja der Skorpion auch. Ja. Und der Bracken wollte die ja unbedingt... Nee, der Raiz ja. Wollte die unbedingt als... Für diese Arenenkämpfe haben. Ja, und der meinte schon zu Jade, ja, nee, wir legen nicht so viel Wert auf Namen. Ja, ja. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass die da nicht heil durchgekommen ist. Oh, was ist das denn? Statuette! Juhu! Da, guck mal, das ist Scorpion Jade. Ja. Meet the 3-time Kickboxing World Champion. Juhu! Ach, die war das schon vorher. Komm, ich will den Mülleimer durchsuchen. Da musst du... Dietrich, da, das ist ja sehr mal. Gut. So, hier muss ich wohl lang, ne? Jetzt kannst du, glaube ich, auch wieder... Genau. Du kannst meine Gedanken lesen. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt was sage. Oh, das klingt gut. Ich kann ja auch oft genug Hilfe gebrauchen. Ich bin hier nicht raus. Das muss wahrscheinlich irgendwie hoch, ne? Da ist... genau, das da. Mit der Tür sieht ja, schon so einladend prima aus. Prima hier. So. Aber das waren doch wieder nicht alle bestimmt, oder? Oh, hier kann ich auch zumachen. Okay. Hätte von oben wahrscheinlich eben kämpfen können. Das erinnert mich irgendwie an Schad ein bisschen.
von dem, ja, von dem von, Setting. Von dem ist Setting, der dritte, genau. Teil, der so anfängt. Als kleiner Junge. Ja, ne? Was? Das finde ich aber doof. Doof, ne? War hinter dir auch noch was? Kommt noch, ah, guck mal, da kann man da. Das war der Raum auch, in dem wir nicht reinkommen. So, Alkohol. Da ist noch eine Mülltonne. Ja, ich glaub's ja gar nicht, ne? Wir haben es echt fast geschafft daraus. Das, ja, ist top. Wir haben die Hauptquest jetzt ordentlich nach vorne getreten. Ordentlich gemolken. Jawohl. So, ein paar Dietriche besorgen. Kann ja nicht schaden, ne? Wir können das ruhig, solange man im Raum ist, anlassen, oder? Dass man das nicht immer wieder drücken muss. Bin da war auch hinter dir irgendwie noch. Hier haben wir noch was? Ach, oh, nur Mülleimer. Ja, solange immer ein Dietrich drin ist, go for it. Stimmt. So, war hier noch was? Da die Tür. Insektenspray, nee, Feuerzeuggas. Durch die Tür kann man nicht Quest da vorne. Feuerzeuggas kann fortgesetzt werden. Das hier? Ja, das nee, war die andere rechts, also hinter dir jetzt. Da dachte ich, muss ich lang. Ich glaube. Nee, gut, dann muss ich woanders lang. Ah, da war es aber richtig. Nur weiter oben. Also da quasi über dir. Ja, aber. Ja, aber da durch? Ich dachte, ach hier. Nee. Und dann über dir? Ist da ein Loch in der Decke? Nee, ich denke mal, da muss ich schon über den Flur. Mhm, ja. So, jetzt aber hier nochmal raus. Da war doch noch eine Tür. Die kann ich doch bestimmt dann aufmachen. Die hier meine ich. So, siehst du? Zum Treppenhaus. Ich erwarte eigentlich, muss ich ehrlich sein, gar keine Gegenwehr mehr unbedingt. Also jedenfalls keine menschliche Gegenwehr. Ich nur menschliche. Ja? Ja, ich dachte nicht, dass sie sich hier so ruhig aufhalten, wenn hier noch Zombies wären. Allerdings glaube ich auch nicht, dass die nur eine Etage gesichert haben. Ja, das kann natürlich sein. Aber obwohl, wenn die dachten, du kommst eh von unten und dann erstmal durchs Wasser und wenn du das überlebst, dann, ne? Ja, aber jetzt bin ich gespannt, sind wir jetzt in einem anderen Sektor? Eigentlich oder sind wir in jetzt Sektor wieder... 0, wir sind verdammte in Sektor 0. Retter. Wie sich herausgestellt hat, arbeiten diese durchtriebenen Bastarde mit Rais zusammen. Sie lauerten mir auf und ich schaffte es gerade eben, sie zu überwältigen. Soll mir eine Lehre sein, Leuten zu vertrauen. Ach komm, jetzt fang nicht so an, Crane, ehrlich nicht. Vertrauen ist die Basis aller Menschlichkeit. Genau. Bin so gespannt auf diesen Sektor 0. War die ganz neue Quest jetzt bestimmt. Ja. Vor allen Dingen, das Coole ist, zum ersten Quartiermeister, an dem wir gelangen, können wir direkt diese ganze Chemiepakete abgeben. Guck. Oh, die sieht doch ganz schön aus. Bisschen beschaulicher, ne? Ist wieder so aus. Bisschen viktorianisch. Aber ich denke mal, es ist dann waren immer wir noch arabisch. Jade, Train hier. Bist du da? Jade! Ich bin's, hörst du mich? Verdammt. Wie erwartet. Zeit für Plan B. Troy, Crane hier. Hörst du mich? Crane? Schön von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Gegend und hätte was mit dir zu besprechen. Wo kann ich dich finden? Du bist hier? In der Null? Wunderbar. Siehst du diese zwei Türme? Einer höher als der andere, Baugerüst ja. Am Seiten. Innen ist ja. Unser Loft. Geh dahin, wir warten dort auf dich. Sehr cool. Leute, wow. Diese Besichtigungstour von Sektor 0, die starten Hampton, hören Sie mich? Crane hier. Hampton, hören Sie mich? Crane? Ja, ich höre Sie. Was ist los? Ich bin in Sektor 0. Ist Jade bei Ihnen? Nein, noch nicht. Da ich mich wegen Rais Schlägern hier verschanzt habe, könnte es schwierig für Sie sein, mich zu erreichen. Apropos, der kennt uns Doktor, geht's Ihnen gut? Ich bin umzingelt, aber zumindest sicher. Kommen Sie hierher? Später. Zuerst muss ich Jade und Sarahs Forschungsdaten finden. Dann komme ich zu Ihnen. Verstanden. Ich werde warten, Crane. Na, das hoffen wir mal. So, hoffen wir mal, dass wir mit Telefonieren jetzt fertig sind. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns Sektor 0 an im nächsten Teil. Juhu. Tschüss. Bye-bye.